Der Atlantik vor der nordirischen Küste. Im Zweiten Weltkrieg ist er bevorzugtes Einsatzgebiet für deutsche U-Boote. Doch die Jäger werden zu Gejagten. Nirgendwo wurden mehr deutsche U-Boote versenkt als hier. Rund 70 Jahre später macht sich ein Team von Tauchern und Historikern auf die Suche nach den verschollenen Opfern der Schlacht. Todesfalle Atlantik, jetzt in ZDF History. Es ist die längste Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Deutsche U-Boote gegen alliierte Schiffe. Ein Kampf mit vielen Opfern, aber ohne sichtbare Fronten. Seit dem Sieg über Frankreich 1940 haben deutsche U-Boote freien Zugang zu den Schiffsrouten an der nordirischen Küste. Sie werden zu einem Hauptschauplatz der sogenannten Atlantikschlacht. Der Meeresboden hier ist übersät mit Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Marineforscher Ian Lawler hat alle Daten über sie gesammelt. Wir haben Scans vom Meeresboden. Wir haben Berichte von Fischern, deren Netze sich an irgendwas verhakten. All das habe ich auf eine Karte notiert. Die Identität vieler Wracks ist bis heute ungeklärt. Und es gibt nur einen Weg, um ihnen einen Namen zu geben. Man kann so viel darüber lesen, wie man will, alle Quellen studieren. Am Ende muss man doch runtertauchen, um zu sehen, was da wirklich ist. Das erste unbekannte Wrack unseres Tauchteams liegt rund 60 Kilometer vor der Küste. Entdeckt hatte Skipper Michael McVeigh mit Hilfe seines Sonargerätes. Ich habe es letzten Oktober gefunden. Es liegt kurz vor der Stelle, wo der Meeresboden steil abfällt. Ich hatte riesen Glück, es zu finden. Doch was genau hat Michael McVeigh gefunden? Die Umrisse geben keine Sicherheit. Ian Lawler und sein Team hoffen, dass es ein Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Letzte Einsatzbesprechung an Bord. Mit Hilfe seines Sonargerätes positioniert McVeigh sein Boot genau über dem Wrack. Es liegt rund 80 Meter unter der Wasseroberfläche. In dieser Tiefe kann jeder Fehler tödlich sein. In ganz Irland gibt es nur eine Handvoll Menschen, die so tief tauchen können. Es ist sehr, sehr tief und gefährlich. Hier darf man sich keinen Patzer erlauben. Allein im letzten Jahr starben 21 erfahrene Taucher, die sich in diese Tiefe wagten. Wir sollten die Gasgiftwerte auf einem Minimum halten. Sicherheit geht vor. In dieser Tiefe ist es unmöglich, sich schnell wieder zu erholen. Tiefseetaucher benutzen besondere Atemgeräte. Sie entfernen Kohlendioxid aus der ausgeatmeten Luft und ersetzen es durch Sauerstoff, Helium und Stickstoff. Vor dem Tauchgang wird die Ausrüstung noch einmal genau geprüft. Eines lasse ich an Bord nicht zu, dass man mich hetzt. Wenn jemand ruft, hopp, schnell ins Wasser, kann er zum Teufel gehen. Wer sich hetzen lässt, ist so gut wie tot. Jede Faser deines Körpers sehnt sich danach, wieder ein Säugetier an Land zu sein. Man versucht in dieser völlig fremden Umgebung zu überleben. Eine Leine führt das Team in die Tiefe, direkt zum unbekannten Objekt. Es ist kein U-Boot, sondern ein Schiff, vermutlich versenkt im Zweiten Weltkrieg. Die Schäden am Wrack lassen einen U-Boot-Angriff vermuten. Vorsicht ist geboten. Bei einem Weltkriegswrack könnte scharfe Munition an Bord sein. Auch nach rund 70 Jahren unter Wasser ist sie noch immer gefährlich. Man sollte sich genau überlegen, ob man in Munition aus dem Zweiten Weltkrieg herumstochert. Besser, man rührt sie nicht an.
Das gesamte Heck ist zerstört. Die Reste liegen überall auf dem Meeresgrund. Der Bug dagegen ist intakt. Dann entdeckt Ian den ersten sicheren Hinweis. Ein Haufen voller Granaten. Die Jahre auf dem Meeresboden haben sie noch gefährlicher gemacht. Man fragt sich, wann sie hochgehen und hofft, dass man da nicht in der Nähe ist. Trotz der Gefahr inspiziert er die Munition genauer. Auf dem Deck waren Dutzende von 4-Zoll-Granaten gelagert. Das deutet darauf hin, dass das Schiff mitten im Gefecht versank. Das Team muss bald auftauchen. In letzter Minute macht Ian Lawler eine weitere Entdeckung. Ein Geschütz zum Abfeuern der Granaten. Kann es die Identität des Wracks klären helfen? Für diese Aufgabe hat Ian Lawler zwei Historiker mit ins Team geholt. Einer von ihnen ist der Amerikaner Randy Papadopoulos, der auch für das Pentagon arbeitet. Der zweite im Bund ist der deutsche Dr. Axel Niestlé, einer der führenden U-Boot-Experten weltweit. Die Identifizierung des Wracks war ein echtes Puzzlespiel, bis wir das hier fanden. Das ist ein Squidmörser. Ist er geladen? Ja, er ist geladen. Und hier haben wir einen Haufen 4-Zoll-Granaten. Da liegt eine Menge scharfe Munition herum. Da ist Vorsicht geboten. Der sogenannte Squidmörser, übersetzt Tintenfischmörser, wurde von der britischen Marine gegen Ende des Krieges speziell gegen deutsche U-Boote entwickelt. Nur 70 Kriegsschiffe wurden mit ihm ausgestattet. Der Granatwerfer konnte Unterwasserbomben über 200 Meter weit schießen, mit tödlicher Genauigkeit. Das waren echte U-Boot-Killer. Der Vorteil eines Squid-Mörsers liegt darin, dass er nach vorne schießt und das Sonargerät dabei das U-Boot unter Wasser im Visier behalten kann. Der Squid-Mörser kann so genau auf das Ziel schießen. Der Fund klärt die Identität des Wracks. Hier ist ein Geschütz. Und hier der Squidmörser. Die Experten sind sich sicher. Das Wrack ist die HMS Hearst Castle, eine von nur zwei Weltkriegskorvetten, die in irischen Gewässern versenkt wurden. Trotz ihrer Bewaffnung wurde sie Opfer eines U-Boot-Angriffs. Der akustisch gesteuerte Torpedo zielte auf die lauten Maschinen der Korvette und sprengte ihr das Heck weg. Der U-Boot-Kommandant ging dabei ein hohes Risiko ein. Das U-Boot wagte sich sehr nah an die britische Küste, weniger als 90 Kilometer. Das war ziemlich kühn und sehr erfolgreich. Der Angriff des U-Boots war Teil der deutschen Kriegsstrategie im Atlantik. Der Nachschub über See war die Achillesferse des Gegners. Jede Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg hing vor allem vom Kraftstoff ab. Der musste über das Meer ins Vereinigte Königreich gebracht werden. Dazu kam Ausrüstung, Panzer, Geschütze, alles bis zur letzten Patrone wurde auf Schiffen übers Meer geliefert. Der Nordatlantik war die Lebensader für die alliierte Kriegsführung. Frachtschiffe wie die SS Empire Heritage transportierten die kriegswichtigen Güter. Ihr Wrack liegt nur wenige Kilometer von der Hearst Castle entfernt. Kein Zufall. Sie gehörte zum Konvoi, den die Hearst Castle vor U-Booten schützen sollte. Das Frachtschiff hatte 16.000 Tonnen Öl an Bord, als es von zwei U-Boot-Torpedos getroffen wurde. Rund 70 Jahre später liegt ihre Deckfracht auf dem Meeresboden verteilt. Dutzende von amerikanischen Sherman-Panzern. Ein perfektes Ziel für die deutschen U-Boote.
Genau diese Art von Schiffen sollte die Hearst Castle sicher nach Großbritannien geleiten. Und genau diese Art von Fracht wollte die deutsche Kriegsführung versenken, bevor sie auf das Schlachtfeld gelangte. Wenn man bedenkt, dass die Alliierten 85.000 Schiffsladungen Fracht über den Atlantik beförderten und jedes dieser Schiffe in vielleicht 600 Konvois aufgeteilt wurde, die von 5 bis 6 Kriegsschiffen begleitet wurden, dann erhält man einen Eindruck von der Größe dieser Operation. Es war eine der größten Kriegsanstrengungen in der Geschichte der Menschheit. Und gefährlich dazu. Im ersten Kriegsjahr versenken deutsche U-Boote 508 alliierte Schiffe. Die sogenannten Grauen Wölfe machen fast ungehindert Jagd auf Handelsschiffe mit Nachschub für den Krieg. Die britische Marine trifft es unvorbereitet. Hitler ist begeistert von der Schlagkraft der U-Boot-Waffe und lässt aufrüsten. Admiral Dönitz, Chef der U-Boot-Waffe, erhält freie Hand. Aus 57 U-Booten bei Kriegsbeginn wird eine Flotte von insgesamt 1167 in Dienst gestellten Booten bis zum Ende des Krieges. Die Empire Heritage und ihren Beschützer, die Hearst Castle, verbindet ein gemeinsames Schicksal. Beide wurden vom selben U-Boot-Kommandanten versenkt. Hartmut Graf von Matuschka. Graf von Matuschka war ein junger Mann, noch unter 30, der von der Marine kam und praktisch keine U-Boot-Erfahrung hatte. Dies war sein erster Einsatz in feindlichen Gewässern. In nur 10 Tagen versenkt Matuschka 5 Schiffe mit insgesamt 32.000 Tonnen. 226 alliierte Seeleute verlieren dabei ihr Leben. Er wurde zum Helden der U-Boot-Waffe. Ein kurzer Ruhm. Schon bei seinem nächsten Einsatz wurde er von einem Flugzeug entdeckt und versenkt. Es gab keine Überlebenden. Das Team will ein weiteres unbekanntes Wrack ertauchen. Doch die Wettervorhersage ist schlecht. Bis sie aus dem Wasser sind, haben wir vielleicht Windstärke 6. Wir müssen also vorsichtig sein. Der Tauchgang wird zum Wettrennen gegen den aufziehenden Sturm. Das unbekannte Wrack liegt 50 Kilometer vor der irischen Küste. Laut Karte liegen die Überreste in etwa 60 Meter Tiefe. Normalerweise dauert der Tauchgang 3 Stunden. Das Team hat keine Zeit zu verlieren. Doch trotz der Eile wird die Ausrüstung auch diesmal genau überprüft. Der Tauchmeister Richard Stevenson mahnt zur Vorsicht. Wir sollten versuchen, es in 2,5 Stunden zu schaffen. Man kann das schlechte Wetter schon spüren. Okay, Jungs, es kann losgehen. Wie erhofft, stoßen die Taucher in 60 Meter Tiefe auf die Überreste eines deutschen U-Bootes aus dem Krieg. Doch welches? 3 Grundtypen kommen in Frage. Typ 7, 9 und 21. Alle 3 haben einen charakteristischen langen, schmalen Rumpf sowie in der Mitte einen Kommandoturm samt Periskop, um auch getaucht sehen zu können. An der Seite ein ausfahrbarer Schnorchel. Außerdem Torpedorohre. Alle diese Merkmale variieren von Typ zu Typ und können bei der Identifizierung des Wracks helfen. Der Rumpf des U-Boots ist weitgehend intakt. Ebenso der Bug des U-Bootes, von dem es rund 60 Meter zum Heck des Bootes ist, wo der Propeller zu sehen ist.
Die Taucher sind sich sicher, es ist ein deutsches U-Boot. Doch welches? Das Team sucht nach genauen Hinweisen. Neben einer Geschützvorrichtung macht Ian Lawler eine Entdeckung. Ein Magazin vollgeladen mit Kugeln. Der Kommandoturm ist stark beschädigt. Dieser Bereich ist kaum noch wiedererkennbar. Beide Periskope, Angriffsperiskop und Nachtperiskop, liegen abgeknickt auf dem Rumpf. Die Periskope waren völlig verbogen. Das Angriffsperiskop war kopfüber im Sand eingegraben, direkt neben der Spitze des Schnorchels. Auch der Schnorchel ist beschädigt. Er war für das U-Boot überlebenswichtig. Mit vollen Batterien konnte ein U-Boot nur bis zu 45 Stunden vollständig unter Wasser bleiben. Nicht viel, wenn auf der Oberfläche die Verfolger lauern. Durch den ausfahrbaren Schnorchel konnte das U-Boot Luft für seine Dieselmotoren einziehen und seine Batterien wieder aufladen, ohne vollständig auftauchen zu müssen. Es blieb verdeckt und bereit zur nächsten Attacke. Der Schaden am Boot lässt nur einen Schluss zu. Das trifft einen, wenn man dort unten ist und ziemlich sicher weiß, dass dort rund 50 Menschen ihr Leben verloren haben. Man stoppt eine Sekunde, denkt darüber nach, wie sie ihr Leben verloren. Das ist kein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite ist es für einen Taucher natürlich das Größte, ein aktives U-Boot zu betauchen. Die Zeit drängt. Das Team muss auftauchen, bevor der erwartete Sturm losbricht. Die Gefühle sind gemischt. Die Aufregung über die Entdeckung geht einher mit dem mulmigen Gefühl, ein Seegrab gefunden zu haben. Alle Luken sind verschlossen und es liegt ein Magazin mit scharfer Munition herum. Scharfe Munition? Das konntest du erkennen? Ja, die Patronen waren frisch poliert. Das Team ist sehr zufrieden. Sie haben viele Hinweise gefunden, um die Identität des U-Bootes zu klären und herauszufinden, wie es sank. Doch erst einmal haben sie andere Sorgen. Der erwartete Sturm zieht auf. Die Heimfahrt wird ungemütlich. Das Team erfährt am eigenen Leibe, was für die Seeleute im Krieg Alltag war. Wenn man das Meer an einem Tag wie diesem erlebt, kann man sich das alles bildlich vorstellen. Man bekommt einen Eindruck von dem Opfer, das diese Leute brachten und wie brutal dieser Krieg war. Sie mussten sich nicht nur mit solchen Unwettern herumschlagen, sondern noch dazu mit Menschen, die sie töten wollten. Zurück an Land zeigt Lawler den Experten die Unterwasseraufnahmen. Hier ist das Periskop. Es ist total platt gedrückt. Es war offenbar hochgefahren und wurde abgeknickt. Es sieht aus, als wäre etwas über den Kommandoturm drüber gefahren. Und hier ist das Ende vom Schnorchel. Etwas Ungewöhnliches ist diesem U-Boot passiert. Offenbar war der Schnorchel ausgefahren, damit das U-Boot unter Wasser seine Dieselmotoren laufen lassen konnte. An einer Stelle ist ein Behälter mit den Rettungsflößen abgerissen und sie sind alle weg. Eine Sache haben wir beim Tauchen nicht entdeckt. Hier. Wir hätten es fast übersehen. Das ist die Luke. Sie ist offen. Ja, sie ist offen. Das ist ungewöhnlich. Es bedeutet, dass sie als Notausgang benutzt wurde. Das ist sehr interessant und könnte erklären, was diesem Boot passiert ist.
Es deutet darauf hin, dass das Boot erst gerammt und dann später evakuiert wurde. Beim Schnorcheln gerammt, das könnte sein. Die Hinweise sind wertvoll, um das U-Boot zu identifizieren. Nach dem Abgleich von deutschen Quellen mit britischen und kanadischen kommen die Experten zu einem klaren Schluss. Bei dem Wrack handelt es sich um U-1003, ein deutsches U-Boot, das ein plötzliches Ende fand. Dieses Rätsel ist gelöst. U-1003 wurde gerammt und das stimmt mit den Aufnahmen überein. Die offene Luke, die Schäden am Boot. Hier haben wir ein Foto von U-1003 auf seiner ersten Fahrt. U-1003 war ein U-Boot vom Typ 7. Davon wurden über 550 gebaut. Die Typ 7 U-Boote bildeten das Rückgrat der deutschen Kriegsmarine. Nach Aussage von Überlebenden wurde das Boot etwa 60 Meilen nordwestlich von Inistrahull versenkt. Es schnorchelte nahe der Oberfläche, als es versehentlich von einem Schiff gerammt wurde. Dabei wurden Schnorchel und Periskope zerstört, wodurch das U-Boot nur noch halb funktionstüchtig war. Die Alliierten denken sich, hey, wir sind wohl über ein U-Boot gefahren, besser wir werfen Wasserbomben. Ein getauchtes U-Boot ist wehrlos und zu langsam, um den Verfolgern zu entkommen. Der Albtraum jedes U-Boot-Fahrers. Jede Bombe kann treffen. Wichtig ist, dass die Bomben, wenn sie explodieren, über dem Boot explodieren und nicht unter dem Boot. Wenn sie unter dem Boot explodieren, dann ist es gewöhnlich vorbei. Der Mannschaft bleibt nichts als warten. Das kann man nicht beschreiben. Wir haben einmal das erlebt, das ging von morgens früh um 8 bis abends um 10. Und dann sind das drei Schiffe, die dann oben liegen und laufen über Kreuzen. Die werfen dann nur abwechselnd, jeder wirft seine Bomben runter. Jeder Moment kann der letzte sein. Ich glaube, das ist, wie gesagt, worum man nach Möglichkeit nicht mehr denkt. Insgesamt 14 Schiffe beteiligen sich an der Jagd auf U-1003. Doch ihre Wasserbomben verfehlen das U-Boot. U-1003 versteckt sich auf dem Meeresgrund. Für den U-Boot-Kommandanten ist es eine harte Nervenprobe. Der Stress war offenbar zu viel für ihn. Am dritten Tag nach der Kollision unter der ständigen Bedrohung durch Angriffe entschied er sich, das Boot zu evakuieren, um die Mannschaft zu retten. Doch er machte einen verhängnisvollen Fehler. Er evakuierte das Boot mitten in der Nacht bei sehr schlechten Wetterbedingungen und ohne richtige Vorbereitung. In der Nacht in Rettungsboote zu steigen, ist ohnehin schwer. Aber so mündete es in eine Katastrophe. Nur 16 von 50 Männern überlebten. Ein alliiertes Schiff nimmt die Überlebenden auf. U-1003 verschwindet in der See. Für über 70 Jahre. Beim Tauchgang zum nächsten unbekannten Wrack benutzt das Team ein Schnellboot. Nur so können sie das Wrack erreichen, bevor das schlechte Wetter einen Tauchgang unmöglich macht. Wieder ist es ein Wettrennen gegen den aufziehenden Sturm. Vor Ort geht es direkt ins Wasser. Ein Seil weist den Weg zum Wrack in 2000 Fuß Tiefe. Unten erwartet die Taucher eine böse Überraschung.
Eine starke Strömung hat den Enterhaken vom Wrack losgerissen. Das Team muss den Weg zu ihm durch das trübe Wasser selber finden. Wertvolle Zeit vergeht. Endlich kommen die Umrisse eines U-Bootes in Sicht. Dem Team bleiben weniger als 10 Minuten, um es zu erforschen. Schon der erste Blick offenbart immense Schäden. Entlang des Rumpfes sind die dicken Panzerplatten komplett aufgerissen. Die zerbrochene Hülle ermöglicht den Blick nach innen. Alle ausfahrbaren Elemente sind abgebrochen. Das Periskop abgeknickt. Die schweren Schäden deuten auf die Einwirkung von Wasserbomben hin. Ein derart zerstörtes U-Boot hat keines der Teammitglieder je zu Gesicht bekommen. Alles wird penibel gefilmt. Erst als die Zeit abläuft, machen sich die Taucher auf den Rückweg zur Oberfläche. Zurück an Bord kann Ian Lawler seine Aufregung nicht verbergen. Es ist völlig zerstört. Mindestens 4 Treffer durch Wasserbomben. Für gemeinsame Analysen bleibt keine Zeit. Das Team muss sich sputen, um vor dem aufkommenden Sturm im sicheren Hafen zu sein. Ian Lawler kann es kaum erwarten, das Filmmaterial den Experten zu zeigen. Das ist ein ziemlich gezacktes Loch hier. Die ganze Platte ist nach innen gedrückt. Die eingedrückten Platten deuten auf eine Explosion von außen hin, wahrscheinlich. Das ist ein riesiger Schaden, total zerdrückt. Und hier ist das abgebrochene Ende vom Schnorchel. Der Kommandoturm ist zerstört, völlig kaputt. Ein Totalschaden. Das können nur Wasserbomben schaffen, die fast auf Tuchfühlung explodieren. Hunderte Kilo Sprengstoff. Sogenannte Hedgehog-Granaten waren besonders verbreitet. Sie explodierten erst unter Wasser. Sobald ein U-Boot entdeckt war, wurden Dutzende von ihnen abgefeuert. Ihre Sprengkraft unter Wasser war enorm. Der dicke Stahl ist wie Papier zerrissen. Die Briten nannten es Dosenöffnerangriffe. Und genau das scheint hier passiert zu sein. Anhand der Lage des Wracks und mit dem Wissen, dass es durch Wasserbomben versenkt wurde, versuchen die Experten, das U-Boot zu identifizieren. Mit Erfolg. Nach allem, was wir wissen, können wir mit Sicherheit sagen, dass es sich um U-1014 handelt. Alles passt zusammen. Ian Lawler und sein Team haben das Wrack von U-1014 entdeckt, ein U-Boot vom Typ 7C aus den späten Kriegsjahren.
Am 18. Tag seiner ersten Feindfahrt wird es durch britische Begleitschiffe entdeckt. Diese fallen in Formation und nehmen sofort die Jagd auf. Es ist wie ein Ballett mit Schiffen, immer in Bewegung. Das U-Boot versucht zu entkommen und die Verfolger versuchen dran zu bleiben. Wenn sie ein U-Boot entdecken, werfen sie erst einmal alles darauf, was sie haben. Wasserbomben, Hedgehog- oder Squid-Granaten. Sie gehen auf Nummer sicher, um es auf keinen Fall entkommen zu lassen. Es wurde schließlich unter Wasser zerstört. Von den 48 Mann Besatzung überlebt keiner, die meisten jünger als 22. Man schickte sie völlig unerfahren in die Schlacht gegen einen hochprofessionellen Gegner. Sie trafen auf eine alliierte Marine, die ausgefeilte Techniken gegen die U-Boot-Gefahr entwickelt hatte. Sie hatten keine Chance. Die britischen Begleitschiffe wissen nicht, welches U-Boot sie versenkt hatten. Sie untersuchten Wrackteile, die nach oben treiben. Ein simples Kleidungsstück liefert einen Hinweis. Unter den Resten, die sie fanden, war auch eine Unterhose. Und auf dieser stand ein Name, Moose. In den deutschen Marineunterlagen findet Nistley einen 19-jährigen Maschinisten namens Moose, der zuletzt auf U-1014 diente. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Boot um U-1014 handelt. Die Versenkung von U-1014 war kein Zufall. Im Laufe des Krieges wird die alliierte Übermacht auf dem Atlantik immer erdrückender. Der U-Boot-Einsatz wird zum Himmelfahrtskommando. An Bord macht sich Galgenhumor breit. Nur eins von zwei auslaufenden U-Booten kehrte zurück in den Hafen, sodass es unter den deutschen U-Boot-Besatzungen auch die Redensweite gab. Es gibt erfahrene Kommandanten und es gibt alte Kommandanten, aber es gibt keine alten, erfahrenen Kommandanten. 1941 versenken die Alliierten 40 deutsche U-Boote. 1943 sind es 270. Diese Verluste konnte keine Waffengattung länger durchhalten. Wenn man den U-Boot-Krieg generell wiederbeleben wollte, musste man einen völlig neuen Weg begehen. Nämlich, man musste ein U-Boot schaffen, das völlig unabhängig für eine längere Zeit unter Wasser auf sich gestellt operieren konnte, ohne jemals auftauchen zu müssen. In nur 3 Monaten entstehen die Pläne für ein neues, den anderen weit überlegenes U-Boot. Der sogenannte Typ 21. Er ist 76 Meter lang und hat mehr als 1600 Tonnen Wasserverdrängung. Fast doppelt so viel wie der bisherige Typ 7. Mit 18 Knoten fährt das neue Boot schneller als jeder Konvoi und das unter wie über Wasser. Vor allem aber kann es sehr lange getaucht fahren und damit unentdeckt bleiben. Für die Jagd auf alliierte Schiffe hat Typ 21 weitere Vorteile. Ein Echolotsystem namens Nibelung ersetzt das optische Zielen. Der Kommandant muss nicht mehr das Seerohr ausfahren und sein Boot in Schussrichtung bringen, bevor er die Torpedos abfeuert. Man hat bei Kriegsende eingeschätzt, dass die deutsche U-Boot-Entwicklung technologisch etwa 10 Jahre im Voraus war gegenüber den vergleichbaren alliierten U-Boot-Entwürfen. Eines dieser Wunderboote soll auch vor der Küste Irlands liegen. Ian Lawler und sein Team wollen es finden. Noch Fragen? Gut. Dann ab ins Wasser. Alles klar, es kann losgehen. Das Team ist voller Erwartung. Wracks des U-Boot-Typs 21 sind seltener als die blaue Mauritius. Werden sie gleich eins zu sehen bekommen? Das Abtauchen zum Meeresgrund dauert.
210 Fuß unter der Wasseroberfläche sehen Sie das erste Stück vom Wrack. Im Vergleich zu den bisherigen U-Boot-Wracks ist es riesig. 6,5 Meter breit, 76 Meter lang, mit Turm über 10 Meter hoch. Für das Team besteht kein Zweifel. Sie haben ein Wrack des legendären Typs 21 gefunden. Ian Lawler ist beeindruckt. Es ist so groß und breit, einfach eine andere Liga. Dagegen wirken die Boote des Typ 7 wie Knirpse. Auch die Marineexperten an Land sind beeindruckt von den Wrackaufnahmen. Hier ist etwas, was die Menschen seit über 60 Jahren fasziniert. Und hier liegt das echte Ding. Keine Blaupause oder Foto, sondern das echte U-Boot, fast vollständig erhalten. Das hier ist die Mutter aller modernen U-Boote. Und mit ihm schließt sich die Geschichte der U-Boote im Zweiten Weltkrieg. Ich bin beeindruckt vom Unterschied zwischen diesem Boot und dem Typ 7 oder 9. Auch der Typ 9 ist schon groß, aber das hier ist eine andere Liga und ein ganz anderes Design. Dieser Typ war für den totalen Unterwasserkrieg. So neu wie das U-Boot ist seine Produktionsweise. Der Typ 21 wird tief im Binnenland gefertigt, in einzelnen Sektionen. Auf den Werften in Hamburg, Bremen und Danzig erfolgt nur die Endmontage. Alle anderen Projekte der Marine werden zurückgestellt. Die gesamte Baukapazität auf den Typ 21 konzentriert. Im Januar 1945 liegen die ersten U-Boote zur Erprobung in Danzig. Zu spät. Auf dem Land ist der Krieg längst entschieden. Nach der Kapitulation fallen alle deutschen U-Boote in die Hände der Alliierten, auch der neue Typ 21. Die britische Kriegsmarine versammelt ihren Teil der Beute in der nordirischen Hafenstadt Derry. Von hier aus gehen die Boote auf die letzte Fahrt. Operation Deadlight. Die U-Boote werden auf See geschleppt und versenkt. Der Atlantik vor der nordirischen Küste wird so endgültig zum Friedhof der deutschen U-Boot-Flotte. U-541 ist eines von über 100 deutschen U-Booten, die bei der Operation Deadlight versenkt werden. Die treibende Kraft dahinter war die britische Kriegsmarine. Sie wollte sichergehen, dass die U-Boote nicht in falsche Hände gerieten und noch einmal gegen sie eingesetzt würden. Für die Einwohner der Stadt Derry hat die Versenkung der U-Boote vor ihrer Küste einen hohen Symbolwert. Die Einwohner von Derry hatten während des ganzen Krieges mit der U-Boot-Gefahr vor ihrer Küste leben müssen. Und diese Gefahr wurde jetzt im wahrsten Sinne des Wortes beseitigt. Das gab ihnen und der ganzen Welt das Gefühl, dass die Atlantikschlacht wirklich vorbei war. Es zog einen Schlussstrich unter diesen Krieg für alle, die bei der Versenkung dabei waren oder sie später in den Nachrichten sahen. Eine Frage bleibt. Was, wenn der Typ 21 noch zum Einsatz gekommen wäre? Hätte der Krieg noch ein, zwei Monate länger gedauert, wäre eine größere Anzahl dieser Boote im Atlantik aufgetaucht und hätte die Zahl der Versenkungen in unerhörte Höhen getrieben.
Alle Historiker sind sich einig, dass die Alliierten den Krieg deswegen nicht verloren hätten, aber er hätte wohl verdammt viel länger gedauert. Die Atlantikschlacht hätte sich in die Länge gezogen und wäre noch blutiger geworden, als sie schon war. Die Mission des Teams ist beendet. Ihre Tauchgänge haben die Atlantikschlacht noch einmal lebendig werden lassen. Die längste Seeschlacht der Geschichte. Der Gedanke ist ernüchternd, dass all dies hier draußen und an schönen, ruhigen Abenden wie heute passierte. In allem steckt eine Geschichte. Nächstes Mal in History: die alten Ägypter und ihr Erbe. Wie man einen Staat organisiert, wie man eine Supermacht aufbaut und wie man alle Götter abschafft, bis auf einen. Das Geheimnis der großen Pharaonen.